Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Long Drive, wo wir endlich an der feinen roten Karre angekommen sind. Und jetzt hier füllen können. Oh, geil. 50 Liter passen da rein. Das ist auch schon mal ziemlich cool. So, jetzt stelle ich den nämlich mal hier hin. Erstmal das da raus. So, dann das da. 1,9 Liter. So. Eigentlich könnte ich den mitnehmen. So, ein Kanister passt auf jeden Fall rein. Der Kofferraum ist ja nicht allzu groß, aber... so vielleicht? Ja. Ja, komm. So, und jetzt... Komm, die mache ich wieder ran, scheiß drauf. Jetzt machen wir es mal so. Machen das daran. F. Oh, oh. Wo ist das hin? Da unten. Mist, Handbremse. Da. So, wir stellen den hin. Machen hier auf. Nehmen uns dieses Ende. Jawohl. Dieser blöde Schlauch hier, ne? Ja, ist weg. Sehr gut. Liter haben wir jetzt drin. Oh, alter Schwede, ist das geil. So, es wird schon wieder dunkel. Glaubt man es denn? Jetzt erstmal gucken, ob die Karre läuft. Achso, Moment. 0,2 Liter Kühlwasser und 3 Liter Öl. So, Kühlwasser. Einmal umleeren. Liter. Sehr gut. So, das schraube ich aber alles wieder zusammen hier. Wie viel Öl war drin?
Erstmal hier wieder zumachen. So. Dann hier raus. Zack. Da. Da. Da den gleichen, ne? So, dann müsste der jetzt voll sein. Ich hab das gerade, das sah gerade irgendwie komisch aus, deswegen ich hier. So, der ist drin. Ja. Sehr geil. Okay. Wasser ist drin. Sprit ist drin. Ah, hier den Schlauch. Komm, weißt du was? Warum ist die Hand so weit weg? Den nehme ich mit. Dann den Korb. Und in den Korb packe ich ein paar Dinge. Und zwar das hier. Beziehungsweise da hat nur noch 5. Da hat nur noch 5. Oh ja, jetzt ist es wieder schön. So, weg damit. Ach komm, weißt du was, dann machen wir mal so. Oh, geil. Hier die Tür. Und hier drin die Sitze. So. Schade, das Zeug ist echt schnell leer. Was liegt denn hier unten? Ach, ich habe die Tür überfahren. Ah, okay. So, machen wir mal hier zu. Sonst hatten wir nichts mehr mit, ne? Fernglas noch. Könnte die Sitze ausbauen. Ach ne, die vorderen Sitze kann ich nicht ausbauen, okay. So. Dann wollen wir doch mal checken, ob die Karre jetzt läuft. Die. Diese hässlichen Hasen schreien. So, Spiel. Oh. Da drüben ist kein Spiegel. Na toll, wir haben auch keine mehr. Vor lauter Unfällen. So, hier mal anmachen. Und dann schlafen wir erstmal. Bis zum nächsten Morgen. Ah. Dass wir dann auch gleich losdüsen können. So, wunderbar. So, bitte spring an. Oh, sehr geil. Liegt hier auch so ein Reinigungsding, ne? Wunderbar. Hau ab. Dreckshase. So, dann düsen wir mal weiter. Oh, ich speichere mal. So, Handbremse ist angezogen. Wo ist denn da? Ach, hier ist Tankanzeige. Oh, Reserve leuchtet noch nicht. Das hier ist Kühlwasser und Öl. Blinker. Kilometer, Handbremse, Batterie, Licht und Fernlicht. Sehr gut. Radio haben wir auch. Wunderbar.
Aber kein Spiegel leider. So. Trotzdem, coole Karre. Gefällt mir sehr gut. Was wollte ich machen? Entschuldigung. Einmal niesen wollte ich. Ja, ist ein bisschen staubig hier drin. Ah. Aber hier viel schönere Instrumente und so. Was wollte ich denn tun? Warum habe ich angehalten? Warum habe ich angehalten? Ah, die Karre ist richtig geil. Speichern wollte ich. Ah, ja, siehst du? So, save. Überschreiben, jawohl. So, jetzt. Hätte ich natürlich auch im Auto machen können. Aber. Ah. So, jetzt mal sehen, wie der sich fährt. Ob der auch so schlingert. Ja, der schlingert auch so. Das. Oder? Ja, wir fahren schon über 100. Nee, ich glaube, der schlingert gar nicht so. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Lenkbewegungen. Wir fahren schon 130. Nein, der fährt sich viel besser. Warum schlingert denn der andere dann so krass? Ist das so extra, damit man schnell sich ein neues Auto sucht, oder? Der hier ist viel besser beherrschbar. Ja, voll geil. 10.000 Mal besser fährt der. Ich muss nur gucken wegen den Drecksteinen. Dass ich da nicht wieder in einen reinsimme. Der fährt sich viel besser. Um Welten. Der fängt gar nicht so an zu schlingern und so ein Scheiß. Aber ich traue mich trotzdem nicht wieder an einen Anhänger hinzumachen. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich würde zu gern Anhänger und das Mofa und so alles ein bisschen mitkarren und so. Und dann gucken, was wir da noch so für Teile fürs Mofa finden und so. Aber ich traue dem Braten nicht. Das Ding ist uns einfach so umgekippt. Also ich weiß nicht, ob da ein Stein war oder so. Aber warum sind wir mit dem Auto drüber gekommen und der Hänger fliegt dann durch die Gegend? Also das ist irgendwie sinnfrei. Und man sah es, der Hänger ist irgendwie, hat sich zuerst da rumgewickelt, keine Ahnung. Nee, dann lieber so. Kofferraum, wir haben ja auch noch Rücksitzbank und so, da haben wir auch überall genug Platz. Und der knackt auch nicht so. Der andere hat immer so getackert. Da hat irgendwas immer so rumgeknackert, rumgetackert. Da war, glaube ich, gerade der Anhänger, oder? Ich habe es jetzt gerade aus dem Augenwinkel gar nicht gesehen. Oder war das nur so ein Fels? Wir sind halt voll mit 140 km/h hier unterwegs. Also der Motor ist wohl doch ein bisschen kleiner als der, den wir hatten. Aber die Kombination ist gut. Damit kann man wunderbar fahren. Fährt sich richtig schön angenehm. Also, wenn ihr das Spiel holt, wenn ihr euch das Spiel holt, The Long Drive, wechselt auf jeden Fall das Auto. Denn die Karre, die man am Anfang hat, ist einfach nur scheiße. So, war hier nicht auch irgendwo ein Stein? Ah, da ist der Bus. Ja, vorsichtig drum rumfahren. So. Okay, den Bus haben wir schon wieder. Dann müsste dann als nächstes die Tankstelle kommen. Und wenn wir die haben,
dann sind wir wieder auf dem richtigen Weg zur Mutter. Zur Mutti, die Mutti besuchen in Zeiten von Corona, ganz alleine die Mutti besuchen. Nur zwei Haushalte. Ja. Ach, ist das ein entspanntes Fahren, das ist ja herrlich. Wunderbar. Ich muss nur die Augen echt mega auf der Straße haben, dass wir nicht wieder in so einen Drecksstein da reinfahren. Wäre echt schade um die Kiste her, siehst du? Boah, und trotzdem noch voll gut gefangen. Kurz brutal gelenkt und trotzdem die Kiste richtig gut gefangen noch. Boah, Bombe. Da ist schon wieder einer, siehst du? Ja, ja. Drecksteine. Ah, und da sind wir auch schon. Da war aber sonst nichts mehr für uns, ne? Dann würde ich sagen, wir düsen direkt weiter. Da haben wir ja ein bisschen Sprit gefunden. Und das Mofa. Gut, in dem Mofa wäre noch 0,1 Liter drin gewesen. Die hätten wir ausschütten können. Aber ja, gut, komm. 0,1 Liter ist zu vernachlässigen. Oha, zwei Steine. Einer links, einer rechts. Die sind echt mies, diese Steine. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen langsamer fahren. Da kommt nämlich schon wieder was. Da ist ein Turm. Den könnten wir uns angucken. Da ich diesmal hin. Boah, mit der Geschwindigkeit einfach mal rüber gelenkt, ohne wegzufliegen. Voll gut. Da tickert doch noch was. Oder ist das der Auspuff? Wenn die Karre gefahren ist, quasi. Ich weiß es nicht. So, mal schauen, was haben wir hier oben? Ein dämliches Fernglas. Und ein dämliches sonst gar nichts. Nur ein beklopptes scheiß Fernglas. So. Dann nix wie weg hier. Nichts wie weiter. Oh, wird es langsam dunkel. Jetzt haben wir ja genug Licht in der Karre. Ich glaube, die Hupen hören sich überall gleich an. Ja, die Sonne geht so langsam unter. Können wir mal hier Licht anmachen. Ah, schön. Fällt mir echt gut. Das ist ein richtig schönes Auto. Da freue ich mich. Da sind gerade zwei Hasen gespawnt, links und rechts. Ich glaube, ich bin... Hey, hey, da können wir eigentlich Peaceful wieder ausmachen. Dann haben wir wieder ein bisschen Action. Wobei ich eigentlich jetzt mal schauen will, wo die Straße hinführt. Ob die Straße unendlich ist, ob wir wieder irgendwann wieder zu Hause ankommen. Was wir sonst noch so finden. So, fertig dann hier. Da ist wieder ein Turm. Den würde ich mir anschauen. Und ein Bus davor. Also die Sachen spawnen teilweise echt komisch. Huch, was war das?
Ach, das ist die untergehende Sonne, soll das sein. Ah, okay, gut, ich habe verstanden. Der Bus hat Reifen. Der Bus hat tatsächlich Reifen. Da muss man doch reinkommen, wenn der sogar Reifen hat, sag mal. Und eine Anhängerkupplung. Gibt's doch nicht. Mach auf! Die Reifen kann man wegbauen. Was ist das? Ein leerer Spritkanister. Oh, ist der bei uns rausgefallen? Man sieht gar nichts. Oh, den haben wir verloren. Warum auch immer. Huch. Nein. Okay. Ist ja komisch. Hey, waren wir hier doch schon? Nochmal eine Knarre. Ja, ich möchte gern hier wieder raus. So, die schmeißen wir mal auch in den Kofferraum rein. Oh, ist die empty? Stand jetzt nichts dabei, oder? Oh, die hat 6 von 6. Die ist noch... Huch. Die ist noch randvoll. Sehr schön. So. Nichts Spezielles gefunden. Außer irgendwo da oben wieder so ein Öl auf Halbmast, wo wir nicht rankommen. Darum würde ich sagen... wir schlafen hier mal. Und dann müssen wir leider eine Folgenpause machen. Beziehungsweise ich muss sogar die Session beenden. Aber dafür würde ich... Boah, juckt. Ach. Dafür würde ich auf jeden Fall noch zurück auf die Straße fahren. Wo ist sie denn? Da drüben. Haben wir eigentlich da schon ins Handschuhfach geguckt? Ja. Okay. Huch. Ein Hasi. So, ich fahr mal hier hin. Tschüss, Hasi. Ach ja, ich wollte mal schauen. Was ist das da? Da war irgendwas, oder? Naja. Ich wollte mal schauen, wie viel Sprit noch drin ist. Wie viel genau noch drin ist. 6,5 Liter. Voll gut. Ah, der verbraucht recht wenig, das ist geil. Obwohl wir so schnell fahren. Alle Lichter sind noch dran. Der Spiegel, das ärgert mich ein bisschen, dass wir den verloren haben. Beziehungsweise der war, glaube ich, noch nie dran. So, dann steige ich wieder ein. Speicher hier. So, pass auf. Safe. Zack. Und safe. Jawohl. Und genau da, meine Freunde, geht es dann morgen weiter. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei The Long Drive. Und dann gucken wir doch mal, wo wir da hinkommen. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.